Ich entscheide mich für Geld für den sicheren Wohlstand. Urlaub. Also mehr Geld. Urlaub. Für die meisten Deutschen ist diese Entscheidung klar. 39% würden sich für mehr Geld entscheiden. 30% wollen mehr Urlaub. Aber macht das auch glücklicher? Wir treffen Taner Ekmekci. Der 38-jährige Berliner ist selbstständig mit einer Textilreinigung. Wenn er nicht arbeitet, kommt auch kein Geld rein. Was ist für ihn wichtiger, Urlaub oder Geld? Also definitiv Urlaub. Weil man halt im Urlaub nur an schöne Sachen denkt. Also nicht an den Alltag, nicht irgendwie gestresst ist, sondern man ist einfach nur positiv drauf. Seit 16 Jahren macht Taner nun diesen Job. 6 Tage die Woche, mehr als 50 Stunden. Das für 3.500 Euro netto im Monat. Also ich plane mir immer so zwischen 20 und 25 Tage. Also das reicht eigentlich nicht, aber ist eigentlich ein bisschen zu wenig. Aber was macht glücklicher? Na, wie würden Sie sich entscheiden? Mehr Geld oder mehr Urlaub? Wir machen die Umfrage. Also ich finde, mehr Urlaub macht glücklicher. Ich entscheide mich für Geld, für den sicheren Wohlstand. Also mit Geld kann man sich zwar vieles kaufen, aber nicht alles. Von daher würde ich auch den Urlaub wählen. Eine Entscheidung, die glücklich macht? Doch wie viel Urlaub braucht der Mensch? Das weiß Psychologe Martin Lohmann. Wie viel Urlaub ein Mensch braucht, das ist individuell ganz verschieden. Es hängt ab von den Belastungen, die wir im Alltag haben. Es hängt ab von den Dingen, für die wir diese Urlaubszeit verwenden, also für Reisen zum Beispiel oder für Tätigkeiten wie im Haushalt oder für die Pflege von Angehörigen. In unserer Umfrage ist für die meisten aber vor allem eines wichtig und gehört zum Glücklichsein dazu. Wir entscheiden uns für Urlaub, weil wir einfach ein bisschen mehr Zeit zusammen verbringen können, ohne dass wir 8 Stunden auf Arbeit sitzen müssen. Ja, man hat einfach mehr von der Freizeit, finde ich. Man kann mehr miteinander unternehmen und das Geld ist eh irgendwann weg. Erholung, Entspannung mit der Familie. Doch auch das Einkommen spielt dabei eine entscheidende Rolle. Wer, sagen wir mal grob, bis 30.000 Euro Haushaltsnettoeinkommen im Jahr verdient, der votiert in der Regel in einer solchen Abfrage eher für mehr Geld. Wer eher gut betucht ist, sagen wir mal mehr als 60.000 Euro im Jahr Haushaltsnettoeinkommen hat, der votiert für mehr Freizeit. 18 von 20 würden sich bei unserer Umfrage jedenfalls für den Urlaub und gegen mehr Geld entscheiden. Und was macht Sie glücklicher?